YouTube bei einer weiteren Runde Cyberpunk. So, wir machen mal hier so eine Nebenmission. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst. Warum kann ich wieder nur... Wieso kann ich wieder nicht woanders hin? Komm hier raus. Eben warst du noch nett.
Tja. Irgendwie. Seltsam ist ja, dass ich hier nicht mehr hoch und runter gehen kann. Was macht er da? Da verliert er selber Power. Aber ist ja nicht schlecht, wenn er Power verliert. Dann warte ich einfach nur dementsprechend kurz ab. Auch ein guter Bug. Dann muss ich nicht selber kämpfen und Munition verlieren. Eigentlich ganz praktisch. Aber recht schnell. Und gleich ist er tot. Und wir haben es geschafft. Auch geil. Ich habe ja eh fast keinen Muni hier mehr. Davon mal abgesehen. Welches ist das Wort? Ja, und sonst so. Vielleicht hat unsere imaginäre Kraft ihn bewältigt. Komm, er ist tot. So. Gibt es denn keine Munition? Nur Essen, wirklich? Gibt's doch nicht.
Okay. Geht doch. Wo ist, ich bin tot. Wie hat die das gemacht? Dann war sie diejenige wahrscheinlich, die auch ihn getötet hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die mega stark. Da hatte ich eben gerade gar nicht mehr so viel Energie. Ich weiß es gerade gar nicht. Afterlife ist 3 Meter da, so. Da gibt dich. Mein Auto steht da. Sprinten, 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 sprinten. Von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ivana, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie? Mhm. Wieder wer Neues? Alles klar. Was war die Wache? Erst bei uns Afterlife. Ich dachte, ich passe da rein. Sind wir aber schon ein gutes Stück gefahren. Thank you.
Scheißstadt. Dieses Netz, in dem ich gefangen bin, das hast du gesponnen. Das weißt du genau. Ich habe alles verloren. Nochmal deinetwegen. Ganz deutlich. Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rogue? Fick dich einfach! Pass auf wen du dich einlässt. Rogue, ich will mit dir reden. Schon gut. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Mein Name ist Vee. Und was willst du von mir, Vee? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße, Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich suche einen Mann. Anders Hellmann, ein Top-Techniker. Hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann. Besorg mir seine Infos. Ha, danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens, Dexter Deschamps, Jackie Wells, T-Bug. Bei dir läuten die Alarmglocken wie. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Ist das alles nur einer Pechsträhne zuzuschreiben? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Saka Tower an. Wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Du willst ernsthaft Todesanzeigen vorlesen? Von mir aus, Johnny Silverhand, im Arasaka Tower kalt gemacht. Direkt vor deinen Augen. Hab noch mehr auf Lager, wenn du willst. Oder wir reden einfach. Du hast echt Eier, Junge. Gefällt mir nicht an jedem, aber dir stehen sie gut. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus. Siehst du? Also wir haben ja schon etwas... Du verschwendest meine Zeit. Ah, und wenn mir die Kohle fehlt, dann heißt es verpiss dich und schönes Leben noch, oder wie? Nein. Eher komm wieder, wenn du sie hast. Das sind die Spielregeln. Aha, na dann... Wir sehen uns. Bald. Du weißt, wo du mich findest. Scheiße. $15,000. $5,000 noch. Wir sind erst bei 10. Wie wollen wir das denn machen? Schiete. Ja, Johnny, also... Geh ran. Schaffen wir. Hey, Lust auf einen neuen Job? Ja, ich brauche Kohle. Was gibt's zu tun? Nennen wir es eine Lieferung. Von A nach B. Schnell und unauffällig. Interesse? Klar. Erzähl mir mehr. Es ist ganz einfach. Du gehst zum Kabuki-Ufer, holst das Paket ab, rufst mich an und ich sag dir, wo du es hinbringen sollst. Easy peasy. Zahlung? Keine Sorge, du bekommst auch einen Bonus. Importiert und zollfrei. Natürlich, alles ganz einfach. Sag ich doch. Ist einfach eine gut bezahlte Lieferung. Also, machst du's? Na klar, ich mach's. Ich wusste doch, dass wir zwei uns einigen. Geh zum Kabuki-Ufer und such da nach einem Kühlschrank, auf dem No Future steht. Nimm, was drin ist und ruf mich dann an. Anschließend sage ich dir mehr. Gut, bis später. Kann ich dir was bringen? Ripper ist schon unterwegs. Fuck. Scheiße. Warum sind wir nicht krank? Speichern. Thank you.
sind die Bullen weg. So, töff, töff. Na, ja, sieht nicht mehr so schick aus, aber brauche ich kein anderes klauen. Eddies für den Veteran. Nein. Dann halt nicht. Wir brauchen jetzt $10. Entweder sterbt ihr bei der Arbeit oder ihr verhungert. Erste Das ist mal sauber. Los, los, los! Weg in der Scheiße, Jo! Aber richtig. Los, los, los! Katschinga. Also, das ist eine schöne Waffe. Festet den Wichser! Ja. Tja, Pech gehabt, ne? Ach, da hinten ist er. Ja?
gemetzelt ist, mache ich hier. So, gebt mir eure Waffen. Ich brauche Kohle. Für Geld brauche ich alles. Von euch. Denn 15.000. Warte mal, ich hatte doch eigentlich hier eine andere Mission, oder? Ich hatte hier dann noch ein anderes eben. Oder habe ich das jetzt nicht mehr? Bam, bam, bam. Und das ist die Mission jetzt richtig gescheitert. News. Die westlichen Konzernstaaten haben kürzlich ein neues Visumprogramm bekannt gegeben. Nehmen wir ganz kurz. Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so wie. Auftrag erledigt. Okay. Okay. Aber gut was gebracht. Was denkst du, wer ich bin? Du legst es drauf an? Nein. Ist das denn nicht mehr oder was? Den Kühlschrank?
future. Oh, Scheiße. Sieht mitgenommen aus. Aber er lebt. Mal sehen, was Dennis dazu zu sagen hat. Hey, wie läuft's? Hast du das Paket? Er sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber okay. Was jetzt? Ich habe ein Auto bereitgestellt. Leg den Mann in den Kofferraum und fahr Richtung Northside. Die Adresse ist im GPS. Okay. Noch was. Pass auf die Tigers auf. Wir haben es auf deinen neuen Begleiter abgesehen. Moment mal, was? Leg der Wichser einfach auf. Mhm. Wo ist das Auto? Scheinbar muss ich da hoch. Also, wo waren wir? Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Okay. Mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Mhm. Was mache ich jetzt mit dem...
bringe ich den jetzt hin? Hey, guck mal. War das überhaupt das Auto? Ich glaube nämlich nicht. Also muss ich wieder zurück. Wird nicht leicht. Ich schon weit gefahren bin. Oh, das andere Auto war doch Schrott, oder nicht? Taro Shobo, ein echter Psycho, nimmt sich dabei auf, wie er Joy-Toys foltert und verkauft die BDs dann an gleichgesinnte Hurensöhne. Die Mocs haben ihn endlich aufgespürt. Und du kannst dem Drecksack jetzt ein wohlverdientes Ende bereiten und dabei noch was verdienen. Mehr Infos über dieses Stück Scheiße anbei. Sowjetfixer in der Stadt. Mein Kunde will ihn kennenlernen und ihn willkommen heißen. Geh zum Hafen in Kabuki und bring GPS-Sender am Auto des Genossen an. Den Wagen hat er aus der UdSSR mitgebracht. Mehr Infos anbei. Tja, das war aber eigentlich nicht das Auto. War nicht meine Absicht. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo das war, ne? Zum Wagen. Okay. Habe ich doch das falsche Auto genommen.
von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psycho ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Okay, so wirklich weit ist es ja nicht mehr. Ich den hier jetzt auch mal hier die ganze Gegend lang. Du Scheiße. Aber wir waren auf dem richtigen Weg schon mal. Komme ich hier runter? Hey, ich glaub, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire. Erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh oh, hab ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Der Söldner, auf den man sich verlassen kann. So einen brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Ist es heilig oder was? Was ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Ich schieß los. Meine Leute finden dich, wenn du mir was tust. Ich schwöre es. Jetzt können wir reden. Los. Arroyo, Valley Street. Hübsch dort. Kann man nicht verfehlen. Alles klar. Ich komme hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay. Bis dann, Claire. Ich habe erstmal was anderes. Job ist erledigt. Das sehe ich. Gute Arbeit. Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Den ist mir Hoffnung gegeben. Das ist alles sehr nett, aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Was? Zwölfeinhalbtausend haben wir jetzt schon mal. Gut. Gelangen zum Hauptserver, okay. Ist ja eigentlich nicht weit. Ach. Jetzt darf ich dein Auto nicht mehr nehmen? Boah. Ist ja nicht.
sind ja. Hoffe ich halt die Meter hier zu Fuß. Benötigt? Warum benötigt? Aber die nicht. Tick mal die beiden Sachen nochmal. Da war's. Zack. Ziehen wir doch gleich mal die Hose an. Und hier das Oberteil. Ziehen wir doch das hier an. Aber auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Panzerung, würde ich sagen. Ne? Aha. Junk können wir auch gleich verkaufen. Aber wirklich gerade so viel bekommen? Ja, da haben wir ja fast schon die 15.000. Nice. Nice, nice, nice. Weißt du gerade nicht, welche müssen wir machen? Raubtierkäfig auftragen. Okay. Gut, hier. Also die Kameras sind schon mal aus. Ach, ich liebe es. Das macht so Bock mit dem Katana. Das ist. Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Versprochen! Ist ja geil gemacht. Na, ihr sollt kommen.
ich nicht. Liebe meinen Job! Mal da ran. Wahrscheinlich irgendwie knacken, ne? Lass ich die jetzt aber da drin, oder was? Im Leben? Matt ist glücklich, also bin ich glücklich. Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich. Auftrag erledigt. Danke, wie? Bitteschön. So, wir haben die 15. Kehre zurück. Boah. Cool, ich habe ein Auto wieder. Da ist es. Hallo, Auto. Oh. Na toll, die Meter muss ich laufen oder was? Eigentlich wieder nochmal das Auto. Oh, das helfen wir mal. Bestätigen, Spiel gespeichert. Ja, auf YouTube vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.